Achtung, wie Manndeckung. Jeder bleibt bei seinem persönlichen Gegenspieler. Okay? Und go! So, also kommt jetzt einerseits die motorische Schnelligkeit, aber andererseits auch die Wahrnehmung noch dazu, weil ich muss ja schauen, was mein Nachbar macht, dass ich den nicht über den Haufen renne. So, je häufiger jetzt die zwei, die vormachen, überkreuzen, desto interessanter wird's.